Jo Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video und heute haben wir endlich das zweite Gruppenspiel des Davi Cups am Start. Nach den zwei Spielen gegen den Davinato LP haben wir ja schon 4 Punkte gesammelt, das war auf jeden Fall keine schlechte Ausbeute und es gibt auf jeden Fall wichtige Regeländerungen und zwar darf man jetzt keine Upgrades mehr tätigen, wir haben aber schon 2 Upgrades getätigt, die dürfen wir zum Glück behalten, also Mandan da und Client dürfen wir behalten, das ist auf jeden Fall sehr sehr nice, weil einfach die Mehrheit war dagegen, ja, dass eben diese Upgrades noch da bleiben, deswegen spielen wir jetzt ohne Upgrades. Und die zweite wichtige Meldung ist, dass der Red Star aus unserer Gruppe ausgetreten ist. Somit bekommt jeder, der gegen ihn spielt, einfach 6 Punkte dazu. Das gleicht sich dann für jeden aus und ist auf jeden Fall eine faire Lösung. Und dann möchte ich mich auf jeden Fall noch bedanken für über 400 Abos. Das ist richtig schnell gegangen. Ich finde es einfach nur mega nice von euch, dass ihr mich so unterstützt. Und ich hoffe, es geht weiterhin aufwärts mit meinem Channel. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr unterstützt mich weiterhin so toll. Und dann würde ich sagen, springen wir gleich mal ins Spiel. Wir haben eben hier unser Team, das wir jetzt eben nicht mehr verbessern können. Dafür spielen wir jetzt eben aber gegen den Rabona FIFA. Er ist natürlich kein schlechter FIFA-Spieler und sein Team ist wesentlich besser ausgestattet als unser Squad. Er hat 2 Team of the Season-Spieler. Ich glaube, sein Casola ist sein Spieler sozusagen. Tremolinas hat er noch auf der Linksverteidigerposition als Inform. Das ist auf jeden Fall auch keine schlechte Lösung, würde ich mal behaupten. Dann würde ich sagen, springen wir gleich mal in die erste Szene. Hier haben wir dann vorne, glaube ich, welches ist denn? Das kann man nicht gut lesen. Polassi, glaube ich, war es, hat dann geschossen, hat den Ball aber leider nicht verwerten können. Aber jetzt haben wir mal Remy am Ball. Remy zieht einfach mal an allen vorbei, dreht dann nochmal ab, macht hier einen saukomischen Move. Und das zeige ich euch. Und dann sehen wir jetzt nochmal das Fuck Life, ja, Logo sozusagen, dann setzt er sich hier die Brille auf, denn das war echt eine sehr, sehr witzige Situation, er macht hier einfach eine, ja, ein Tackling während seinem Angriff, trotzdem hat er das Tor gemacht und somit steht es eben 1:0 für unseren Verein und jetzt haben wir hier Quaresma, nimmt sich den Ball top mit und schießt dann drauf, der Torwart hält aber sehr, sehr gut und dann haben wir hier Bolassi mit einem Zuckerpass auf Quaresma. Der zieht jetzt einfach mal vorbei und der Ball, der sitzt dann. Der Torwart war noch dran, aber den Schuss konnte er einfach nicht mehr parieren. Quaresma mit der Nummer 10 machte das 2:0. Und ja, dann die nächste Situation hat der Gegner. Und der Gegner schießt hier fast das Tor, aber unser Torwart kann super parieren. Der Ball geht dann aber zum Glück nicht über die Linie. Und ja, Freunde, da muss ich euch noch übrigens sagen, dass ich ein bisschen gefailt habe. Denn ich habe die ganze zweite Halbzeit nicht aufgenommen. Das tut mir richtig leid. Ich habe irgendwie dann nicht auf Aufnehmen gedrückt gehabt. Das ist richtig bitter gewesen. Also sowas passiert mir eigentlich nie. Ja, Freunde, dann eben hier 2:0. Andersen geht dann nochmal durch. Unser Bronzeverteidiger macht den Ball aber auch nicht rein. Und ja, Freunde, dann geht es ja weiter mit der nächsten Chance. Quaresma ist hier wieder am Ball. Der zieht dann auf die linke Seite rüber. Macht dann hier ein paar Faxen. Macht dann den Rabona Fake Shot. Mit einem Scoop-Turn geht er dann weiter. Macht dann einen Job. Geht nochmal in die Mitte. Kommt dann auch irgendwann mal zum Abschluss. Nein, kommt er nicht. Der spielt den Ball nämlich nochmal auf Remy. Der verkackt aber dann leider. Und somit hat der Gegner dann hier noch eine Situation in der ersten Halbzeit. Bolassi kommt hier wunderbar durch unser Tor. Man kann aber wunderbar parieren. Und Freunde, das war's dann auch schon mit dem Spiel sozusagen. Im Endeffekt haben wir dann 4:1 gewonnen. Ganz, ganz wichtig. 4:1 ist es ausgegangen. Es waren noch ein paar gute Szenen dabei, aber leider habe ich das einfach verkackt. Tut mir richtig, richtig leid. Ich hoffe, ihr könnt mir das nochmal verzeihen. Ja, Freunde, dann sehen wir hier nochmal unser Team. Wir gewinnen also 4:1. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Jetzt haben wir eben schon 7 Punkte und das Rückspiel seht ihr natürlich auf dem Channel von Rabona FIFA. Link ist natürlich in der Videobeschreibung. Ich hoffe, er hat es dann schon hochgeladen. Ja, Freunde, das ist auf jeden Fall unser Team, mit dem wir jetzt das ganze Turnier fertig machen werden. Ja, nächstes Mal würden wir dann gegen den Red Star spielen, aber der tritt ja leider nicht an. Deswegen haben wir 6 Punkte dann nochmal drauf. Das heißt, wir sind eigentlich schon so gut wie in der K.O.-Phase. Das freut mich auf jeden Fall mal richtig. Und ich möchte mich nochmal bedanken für 400 Abos. Das ist einfach eine richtig starke Leistung von euch. Und ich hoffe, meine Videos gefallen euch auch weiterhin. Ich gebe mir jetzt immer sehr, sehr viel Mühe, denn ja, das motiviert mich einfach, diese Abos, das freut mich richtig. Und dann würde ich eigentlich schon sagen, war es auch schon wieder mit dem Video. Ihr seht dann nochmal die Endcard. Und dann würde ich sagen, war es mit dem Video. Und ich sage wie immer, ciao Leute, FIFA Stars. In der 12. Minute macht Piqué sein Tor. Keine Ahnung, wie er da zum Kopfball gekommen ist. Aber wichtig ist, das Ding ist drin. Und Piqué macht es eben in der 12. Minute. Und wir drehen dann durch.